I'm walking down the street, I'm walking. Reisegruppe Common Fishing. Wir sind hier heute auf der Insel Rügen unterwegs und wollen den Meerforellen auf die Schuppen gehen. Und zwar heute sexy in Warthose. Ist wie das letzte Mal mit dem Finnwolf von Tobias, wo wir einige Meerforellen verhaften konnten. Wollen wir euch zeigen, dass es auch durchaus möglich sein kann, eine Mefo vom Land aus, vom Ufer aus zu erwischen. Ob uns das gelingt, das werdet ihr erfahren. Also bleibt dran. Jonas. Ja. Moin, grüß dich. Schönen guten Morgen. Jonas, du bist ja ein erfahrener Mefo-Angler vom Ufer. Ne? Auch. Auch unter anderem. Jonas, worauf kommt es denn hier beim Uferangeln an? Kannst du den Zuschauern da den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, worauf man achten sollte? Zu den Spots hast du ja im letzten Video schon was gesagt, das verlinken wir jetzt mal hier oben in der Infokarte. Aber speziell jetzt hier vom Ufer, worauf sollte man vielleicht achten? Also vom Ufer hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, an Fisch zu kommen. Und zwar suchst du einen Spot, wo du denkst, dass Fische vorbeikommen. Wie zum Beispiel hier jetzt. Wenn wir nicht die Tür. Ja. Wo du dich hinstellst und den ganzen Tag wirfst und wirfst und wirfst, wartest, dass Fische vorbeikommen. Oder du machst es so, wie wir das heute machen werden. Strecke machen, Fische suchen. Ja, der Uferbereich hier vorne ist ja ziemlich trüb gerade. Die Trübungskante zum klaren Wasser hin ist gute 200 Meter weg, dort werden wir mit den Routen nicht hinkommen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal zu einem anderen Spot, um zu gucken, ob es da ufernah ein bisschen klarer ist im Wasser. Weil nämlich genau da an dieser Trübungskante die Meerforellen langziehen. Und da haben wir jetzt in der Ferne schon was entdeckt, wo vielleicht möglicher potenzieller Spot sein könnte. Da fahren wir jetzt mal hin. Da ist er, da drillt er. Schön, Jonas. Kurz einmal vorgehen. Ja. Ja, kurz vor mir, 3 Meter, 4 Meter vor mir. Sehr nice, gute. Na ja, schauen wir mal. Das wäre schön. Also, ich weiß nicht, was die beiden gemacht haben, aber viel gefangen. Ja, die haben Blinker, ne? Schön, Jonas. Erste Mefo, erster Wurf, ne? Ja, aber die Spots haben wir noch nicht. Wir sind jetzt gerade hier an unserem neuen Spot angekommen, nach ewiger Fahrerei. Wir haben uns jetzt ein klareres Wasser hier ausgesucht. Wir sind raus aus der Trübung. Ja, mit Erfolg. Dicht unter Land eigentlich, kann man sagen. Auf Fliege hat Jonas jetzt hier die erste erwischt. Wunderschön. Fliege ist schon, nee, ist noch voll drinne. Ja. Gestern Abend selbst gebunden. Gestern Abend die Fliege gebunden, erster Wurf, gleich Fisch. Also Jonas, mehr geht wirklich nicht. Mehr geht wirklich nicht. Warte, ich komm mal rum. Ich habe ein Maßband dabei. Ich muss aber meine Route ablegen mal. Ich hab alles im Blick. So wie die Fliege inhaliert hat. Also ich habe das beim Strippen gemerkt, dachte schon so, oh, bis. Ja, und einmal angestrippt und dann hängt Mitte 50 knapp? Nee, Mitte 40. Na. Doch. Ich hab schon geguckt, die liegt irgendwo Mitte 40. Lass mal rüber. Tatsache, 44, 45, knapp. Halt mal an hier, oder? 45. Der ist noch nicht hinten dran. Ne? Jetzt ist hinten dran. Ne? 46. Und dann kommst du dann.
14,5. Schön, Diggi. Nice. Petri, Dank. Petri. Man braucht nicht viele Würfe zum Fangen. Frisch der 1000 Würfe, ihr mich auch. Wir haben jetzt hier ein deutlich klareres Wasser hier. Dicht unter Land. Schöne Sandbänke hier draußen. Immer so ein bisschen dieses Leopardenmuster, viele Steine. Top Spot eigentlich. Ja, was soll ich sagen? Erster Wurf, gestern gebunden die Fliege. Eigentlich war das Dubbing da unten drin weiß, jetzt nach dem Fisch ist es tatsächlich rot. Effektives kleines Muster, gerade wenn es kalt ist, das Wasser. Fische ich ganz gerne. Gibt genug Fliegenangler, die die Gummibeinchen nicht mögen. Ich mag sie, bringt Fisch. Ja. Petri, Jonas. Petri, tolles Ding, danke, Robert. Tolles Ding. Hast du die? Hast du die jetzt eher langsam geführt oder? Ja, ne? Nö, eigentlich recht zügig. Trotz des kalten Wetters. So kalt ist es heute gar nicht mal. Ich hätte auch gedacht, dass dann viel frischer ist hier draußen. Aber er wird ein bisschen wärmer jetzt. Es ist deutlich wärmer als die vergangenen Tage. Ja, ja. Scheint vielleicht ganz gut zu sein. Oh, da hinten habe ich schon eine Robbe gesehen gerade. Da oben. Sieht man auf der GoPro nicht. Nee, das ist eine Robbe. Meins? Ja, mal sehen, wir gehen gleich mal ein Stück dichter ran. Fisch, Fisch! Oh, ab! Ah. Ah. Diggi, was habe ich hier gerade gesehen? Fisch oder was? Ja. Biss gehabt, ne? Oh, Diggi, Alter, Scheiße! Komm, weiter, weiter! Ja, ja, komm, guck! Mach weiter, Diggi, gib dir auf! Ganz einfach, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt hier angeln, hier vorne stehen ein paar schöne Steine. Bevor ihr da hinrennt und euch auf die Steine stellt, fischt erstmal den Nahbereich ab, gerade heute bei den Bedingungen. Der vordere Bereich ist meistens schon sehr interessant, wo sich auch Fische aufhalten. Ja, mein Fisch kam vorhin auch knapp hinter den Wellen. Ja. Da, wo das Wasser noch aufgefüllt war. Ja. Dicht unter Land haben wir ja in den letzten Tagen gesehen, ne? Dass viel von Ufer gefangen wurde, dicht unter Land. Ne? Gerade hier bei den Steinen. Ich werde da maximal 25 Meter hier. Ja. Wenn überhaupt mal. Fisch ja auch nicht tief, also von daher. Jo. Ja, ich brauche was hier. Kannst du mal kurz halten? Dann kann ich sie mal befreien. Hallo, Kumpel. Auf Wiedersehen. Was haut ihr euch hier schon die Taschen voll? Du, wir fachsimpeln. Davon hast du keine Ahnung als Mädchenscheuche. Nee, guck ihn an hier. Ja, und dann schon wieder die Taschen voll hier, der Typ. Mhm. Taschen vollhauen, sagt der hier nichts fängt. Jo. Vielleicht solltest du mal auf uns hören. Ja, deswegen fange ich ja auch nichts. Weißt du, wir gehören die ganze Zeit auf den und fangen nichts. Wir hatten bestimmt zusammen 6-mal Fischkontakt mit Fliegenrute und er hier mit Spinnrute. 500 mal weitere Wurfdistanz und alles. Na. Also meine zwei Kontakte habe ich auch gehabt. Also mindestens einen. Und einen hatte ich auf sich, einen kleinen Follower. Wo ich denke, das war ein Follower. Was sollst du machen? Ja, immerhin. Also. Wer haut euch die Taschen voll, ey. Ja, Leute. Ja, Leute, vor uns ist die Session vorbei. Wann hast du bis er schon wieder? Nix. Nee, für uns ist die Session vorbei jetzt. Wir hatten jetzt ein paar Fische. Fünf Stück gelandet? Tatsächlich fünf? Ja, zwei bei mir, drei bei Splatty. Jeder hatte so seinen Biss noch gehabt. Ich weiß nicht, ob wir alle mit drauf haben. Muss ich mal gucken, wenn ich das Video schneide.
Ja, ich bin natürlich wieder die absolute Mefu-Scheuche heute gewesen, das kennt man ja, also das wird bei mir nichts mehr. War das doch dein Biss? Ja, ich hatte wieder meinen Biss, ja toll. Aber ich arbeite weiter dran, mal gucken, vielleicht wird das irgendwann nochmal was. Ja, jedenfalls vielen Dank, dass ihr dabei wart, voll cool. Wäre auch sehr nice, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und so ganz nebenbei dürft ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Ihr dürft uns auch gerne abonnieren. Und ihr dürft das Video, wenn es euch gefällt, gerne auch liken. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Der Penis, I don't wanna feel it. So I pull up inside my cup and I just sit till I can't feel it.